Herzlich willkommen bei unserem dritten Webinar aus der Reihe Unity Talks. Ich bin Cornelia Müller, Seniorberaterin bei Unity, wir seit knapp 9 Jahren, mit Schwerpunkt Projektmanagement, sowohl agil als auch klassisch. Und wir beantworten heute eine sehr interessante Frage, und die heißt: Wie schaffe ich den Balance zwischen langfristiger Strategie und agile Arbeitsweisen? Und um diese Frage zu beantworten, habe ich zwei sehr hochgeschätzte Gäste eingeladen, sehr erfahrene Kollegen von mir. Einmal hier im Studio in Köln ist Dr. Michael Herbst, der ist Partner an der Unity und auch Niederlassungsleiter hier bei uns in Köln. Und in München ist unser Kollege Professor Dr. Hans Jung, der Digital Customer Experience Verantwortliche bei uns in der Unity ist. Hallo zusammen. Ja, danke für die Einladung. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und beste Grüße aus München. Hallo. Die Frage, die wir heute beantworten, ist tatsächlich eine Frage von der letzten Webinarreihe. Und Michael, Frage an dich. Wie schaffst du in deinen Projekten diese Balance zu halten zwischen langfristigen strategischen Entscheidungen und agile Arbeitsweisen, die an sich sehr kurzfristig sind und sehr, also begrenzt in der Zeit sind? Wir haben in den Programmen, die wir haben, haben wir eigentlich immer die Herausforderung, dass wir auf der einen Seite die sehr, sehr strategischen Steuerungsinstrumente und Implementierungsinstrumente haben, wie zum Beispiel die klassische Budgetierung oder wie mache ich die Aufbauorganisation. Und auf der anderen Seite des Spektrums haben wir die eigenverantwortlichen Teams, die einfach voran machen. Und viele Leute denken, das ist ein Widerspruch, man kann das nicht kombinieren, aber man kann das sehr gut kombinieren. Zum Beispiel haben wir ein großes Projekt jetzt in der digitalen Transformation unterstützt, in der wir auf der einen Seite dann ein Multiprojektmanagement etabliert haben, was dann die strategischen Entscheidungen sozusagen über das Multiprojektmanagement in die einzelnen Teams reingeben kann. Und die Teams können aber trotzdem noch agil entwickeln und nach dem agilen Mindset so agieren. Und wir haben ein zentrales Gremium eingerichtet, was sozusagen auch die Steuerung end-to-end etablieren kann. Das heißt also eine end-to-end-Verantwortung für die gesamte Organisation übernehmen kann. Also es sind zwar Widersprüche und es sind zwar unterschiedliche Modelle, aber man kriegt es auch hin, das gut zu kombinieren. Hans, wie schaffst du die Brücke zwischen Strategie und Agilität bei deinen Kunden? Ja, das ist eine wirklich gute Frage, und die Kunden definieren ja nach wie vor aus unserer Sicht zu Recht mittel- bis langfristige Ziele. Allerdings sind die nicht in Stein gemeißelt. Gute Zielbildungs- und Strategieprozesse arbeiten da mit Maßnahmen, dass sie regelmäßig revidiert, bewertet werden. So hat einer der Kunden beispielsweise jetzt auch im Rahmen der aktuellen Situation das Ziel nochmal um ein Jahr verlängert. Also wichtig ist, dass die Prämissen regelmäßig überprüft werden und beispielsweise auch das eigene Geschäftsmodell in Frage gestellt wird, beispielsweise indem man die Perspektive eines digitalen Attackers einnimmt und drauf schaut, ob so ein Geschäftsmodell, das man seit Jahren erfolgreich macht, denn auch solche Angriffe überstehen kann. Wichtig ist, dass die Strategien, die heute entwickelt werden, nicht mehr 100 Seiten Text sind, stehen, die dann im Regal stehen. Vielmehr arbeiten wir mit Strategieumsetzungskonzepten, die nach agilen Prämissen arbeiten. Und die Kundenperspektive ist von Anfang an mit dabei. Und je nach Projektart wählen wir dann auch das entsprechende agile Framework aus, um die Plan-Do-Check-Act-Prinzipien anzuwenden. Aus unserer Sicht ist jedoch ein Punkt wichtig, dass es ein Big Picture gibt, in dem sich alle Teilnehmer im Projekt aus den unterschiedlichen Perspektiven wiederfinden und auch die Chance haben, die Zusammenhänge gemeinsam zu verstehen und zu bewerten. Danke. Michael, du hast vorhin angesprochen, große Programme und Projekte. Tatsächlich ist es so, dass das auf uns öfters Kundenanfragen kommen. Wie schaffen wir diese Spagat zwischen Strategie und Agilität? Was für Erfahrungen hast du da gesammelt? Ja, wir haben immer sozusagen eine Herausforderung, wenn wir viele Teams haben, die agil arbeiten. Also wenn man ein einzelnes Team hat, was eigenverantwortlich ist, hat man kein großes Problem, weil die können sich selber steuern, dass wenn sich das Ziel verändert, dann verändert sich das halt das Ziel. Wenn ich aber ein größeres Projekt habe, wo ich ganz, ganz viele Teams habe, brauche ich jemanden, der das koordiniert im Zweifel, wenn insbesondere die Ergebnisse, die diese Teams erbringen sollen, voneinander abhängig sind. Das heißt also, wenn ich beispielsweise auf der einen Seite digitale Produkte entwickle, die neue digitale Technologien haben, und auf der anderen Seite die Produktion weiterentwickle und sozusagen Digitalisierung in die Produktion kriege, muss ich aber jemanden haben, der sicherstellt, dass diese beiden Komponenten auch zusammenpassen. So, und das sind die Herausforderungen, also diese Koordination. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Also es gibt auf der einen Seite
die agilen Frameworks, die skalieren, also sowas wie Safe, Lest, Nexus, die in den Frameworks ja schon Rollen haben, die genau das tun. Also beispielsweise gibt es im Safe Framework den Systemarchitekten, dessen Rolle es natürlich genau ist, dieses System, das Big Picture, wie Professor Jung gerade gesagt hat, auf dem Radar zu haben und sicherzustellen, dass das, was die Teams machen, auch zusammenpassen. Oder bei Nexus gibt es zum Beispiel den Interface Manager, der sicherstellt, dass die Interfaces passen. Das ist dann mehr relevant, wenn ich dann eine technische Lösung habe. Wir möchten Sie einfach ermuntern, wenn Sie ein größeres, agiles Programm haben, wo Sie mehrere Teams haben, dass Sie sich überlegen, welche Synchronisationspunkte brauchen Sie? Was sind eigentlich die Anforderungen? Ist das eher inhaltlich? Ist das zeitlich? Ist das über Unternehmensgrenzen hinweg? Ist das über Organisationsabteilungen hinweg? Und dann wirklich die Rollen schaffen, die diese Koordination übernehmen und eben sicherstellen, dass das passiert. Danke. Hans, du als Marketing-Experte, eine Frage an dich. Die Dynamik draußen auf dem Markt ist sehr, sehr, tatsächlich sehr schnelllebig. Wie schaffst du diese Dynamik von der Marktanforderung tatsächlich auch bei der Kunden in der Organisation, was meistens schwer tragend ist oder sehr stabil ist, wie schaffst du diese Dynamik zu übertragen? Ja, Conny, das ist eine richtig gute Frage. Was natürlich hilft, ist, dass man immer die Kundenperspektive mitbringt in die Projekte und idealerweise auch den Projektteilnehmern die Chance gibt, sich damit auseinanderzusetzen. Also ob es jetzt darum geht, eine digitale Customer Journey aufzubauen oder auch nur einen einzelnen Touchpoint zu gestalten, da ist die Dynamik per se immer schon Teil der Aufgabenstellung gewesen und ist es natürlich heute umso mehr, als Technologiezyklen für bestimmte Lösungen immer kürzer werden. Deshalb ist es wichtig, auch gerade hier die agilen Vorgehensmodelle mit einzubinden in die Projekte, ob das jetzt Design Thinking ist oder User Experience Design und vor allem eben auch die Kundenperspektive glaubhaft und erlebbar ins Projekt mitzubringen. Und auch das Kundenverhalten ändert sich über Zeit hinweg im Zeitverlauf. Und deswegen ist es auch wichtig, auch in dann der Umsetzungsphase immer wieder Rückkopplungsschleifen mit einzubinden und die Voice of Customer mit zurückzukoppeln zu denen, die die Projekte betreiben oder auch die Lösungen betreiben. Und last but not least, natürlich sind auch die Wettbewerber da, die schauen, was passiert und natürlich auf das eigene digitale Angebot der Unternehmen reagieren, sodass das immer wieder pivotiert werden muss. Das heißt, die Strategie ein bisschen kleiner und greifbarer machen und versuchen, so eine kleine Schnellboote auf den Markt zu bringen und zu schauen, ob das die richtige Strategie ist oder die richtige Richtung ist und danach das in agilen Konzepten weiter aufzuarbeiten. Genau, das ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt. Und da helfen eben diese agilen Methoden besonders und lassen sich trotzdem auch gut mit strategischen Zielsetzungen vereinbaren, wie beispielsweise, wir wollen als Unternehmen Führer sein, Kunden in der Kundenführerschaft sein, wir wollen den besten Net Promoter Score in unserer Branche haben. Das ist eine strategische Zielsetzung, die aber sehr gut mit agilen Maßnahmen realisiert werden kann. Noch eine Frage habe ich auch. Das heißt ja immerhin, langfristige Strategien, das ist ja etwas, was ein Management macht. Das heißt ja die obere, die Führungsregel von der Firma. Aber die agilen Projekte sind meistens verteilt in der Mannschaft und in unterschiedlichen Abteilungen. Die Frage ist da, was muss eine Führungskraft mitbringen, um so eine Herausforderung auch irgendwie annehmen zu können und vernünftig in der Unternehmen auch abzubilden? Ja, ich nehme einfach mal die Frage an. Ja. Ich kann sie gerne ergänzen gleich. Also Sie müssen mit dem Widerspruch klarkommen. Also wenn ich ein Manager von einem großen Unternehmen bin, dann habe ich halt auf der einen Seite Bereiche, die sehr, sehr schnell sich neu erfinden müssen. Auf der anderen Seite habe ich Bereiche, da muss ich Stabilität erreichen, die nach Regeln ticken, wo die Maschine eben sozusagen entsprechend laufen muss, wo man nicht vergessen darf, was funktioniert hat und so weiter. Also wo eine Varianz oder eine Andersartigkeit oder was anders zu machen eben schwierig ist. So, und das kann dazu führen, dass die Manager Entscheidungen treffen, die in der Gesamtheit vielleicht für den Einzelnen der Mannschaft nicht klar ist oder widersprüchlich sind.
weil man muss halt mit diesem Widerspruch umgehen. Und das muss halt ein Manager von heute aushalten können, erkennen, diese verschiedenen Tracks, die es da gibt, gleichzeitig zu bespielen mit der Organisation und auch den Mitarbeitern, den gesamten Teams, der Führungsmannschaft klar machen, warum das so ist und wieso das der richtige Weg ist. Und das ist ein richtiger Spannungsfeld, in dem die Manager sich bewegen, was zusätzlichen Druck sozusagen aufbaut. Okay. Ich möchte da gleich anschließen und Kollegen Michael Herbst beipflichten. Das ist eine Sache, die sich auch in den Projekten und in den Prozessen widerspiegelt, die wir gemeinsam mit Organisationen entwickelt. Hatte beispielsweise früher eine klassische Produktorganisation einen einspurigen Innovationsprozess, der praktisch nur eine Geschwindigkeit für Innovationen ermöglicht hat. So haben moderne Organisationen heute mehrspurige Innovationsprozesse für größere Programme, die nach wie vor sehr strukturiert und trotzdem in agilen Werkzeugen und Methoden bearbeitet werden können. Und natürlich eben Schnellfahrspuren für die Schnellboote, die dann zu den geeigneten Zeitpunkten synchronisiert werden. Beispielsweise ein großer Landmaschinenhersteller entwickelt nach wie vor komplexe Produkte, hat aber gleichzeitig Innovationszyklen für digitale Konzepte oder für Elektrik, Elektronik, die dann mit diesen Produktentwicklungsprozessen synchronisiert werden müssen. Ich sehe jetzt gerade, dass das unsere Regie uns auch Fragen zeigt. Die erste Frage ist, inwiefern sollten Strategien steingemeißelt sein? Frage erstmal Michael. Eine interessante Frage. Es fehlt eine Information für wie lange denn? Ja, okay. Und es gibt halt strategische Entscheidungen, die man langfristiger macht. Also wenn man beispielsweise in der IT einen Technologie-Stack sich für den Technologie-Stack entscheidet, dann sollte man den am nächsten Tag nicht direkt umbauen. Macht überhaupt keinen Sinn. Wenn man sich in Märkte sagt, in welchen Märkten man unterwegs ist, da sollte man auch am Ball bleiben sozusagen. Aber es ist schon so, dass heute auch die strategische Arbeit, die im Unternehmen geleistet wird, einfach eine Form von Agilität hat, wo aber die Rückkopplungen schneller werden. Also es ist nicht so, dass wir kurzfristiger planen und dass wir sagen, wir gucken nur bis ins nächste Jahr und gucken dann, was wir dann machen. Also das ist nicht der Fall, sondern wir planen eigentlich in genau die gleichen Planungshorizonten, aber ich habe zwei Effekte gemerkt. Der eine ist, wir planen eigentlich heute ein bisschen mehr noch in der Kurzfristigkeit, weil die Dynamik höher geworden ist. Und wir haben einfach viel mehr Rückkopplungsschleifen. Also wenn wir merken, dass eine Strategie nicht passiert ist, wir da adaptieren können. Das ist eigentlich das, was passiert. Also in Stein meißeln, trotzdem die Dynamik im Blick behalten und trotzdem die Möglichkeit haben, auf Veränderungen schnell zu reagieren und das organisatorisch abzubilden, wäre dann unsere Empfehlung an der Stelle. Ja, und Voraussetzung dafür ist, dass ich eine gute Informationsversorgung habe, dass ich also tatsächlich auch in der Lage bin, aktuelle Daten und künftige Daten immer wieder kontrastieren zu können, um daraus Entscheidungen ableiten zu können. So, ich sehe gerade, wir haben auch eine zweite Frage. Die heutige Zeit bringt viele Unsicherheiten, aber auch Möglichkeiten im Markt- und Technologieumfeld mit sich. Welche Ansätze haben wir als Unity zur agilen Steuerung ein strategisches Portfolio? Wieder Frage an, starten wir dieses Mal mit Hans. Ja, also wir haben da eine ganze Reihe von Werkzeugen, die letztendlich die unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringen, die man zur Portfoliosteuerung braucht. Und wir sind in der Lage, die auch an die Strategiestrukturen der Organisation anzubinden. Also es gibt risikoaverse Organisationen, die jetzt eher versuchen, über einen Portfolioansatz auch eine Balance hinzukriegen. Und es gibt auf der anderen Seite Organisationen, die möglichst alles auf eine Karte setzen wollen und je nachdem, in welcher Organisation Sie sich bewegen, brauchen Sie dann auch die entsprechende Übersetzung in die Portfoliologik, um die Entscheidungen auch abbilden zu können. Keine Ergänzung. Okay, da frage ich jetzt, noch eine Frage habe ich gerade gesehen. Agil ist ja stark auf Kommunikation ausgerichteter Erfolgsfaktor, grundsätzlich für kleine Teams vor Ort zusammen. Wie ist die Gestaltungsvorschlag für aktuelle dezentrale Zusammenarbeit? Sehr gute Frage, gleiche Herausforderung in meinem Projekt. Aber ich sage jetzt mal, Michael, was denkst du darüber? Ja, da gibt es, glaube ich, noch keine abschließende Antwort, was gut ist. Also da lernen, glaube ich, gerade alle. Also die Frage impliziert ja eigentlich schon so ein bisschen Empfehlung, dass man mehr darauf Acht geben sollte, wie das Team zusammenarbeitet. Und das ist eigentlich das ist sozusagen die Maßnahme, die man auf jeden Fall machen sollte. Also man sollte sehr, sehr nah trotzdem an den Teams dran sein. Die Teams sollten untereinander sehr nah aneinander sein, auch über die digitalen Kanäle. Und wir müssen in diesen Zeiten einfach aufpassen, dass wir die Teams über die Zeit mitnehmen und dass wir da keinen verlieren. Und
möglichst eng, möglichst offen, möglichst vertraut miteinander umgehen und dann kriegen wir das hin. Ja, ich möchte Michael auf jeden Fall beipflichten, das Mindset, die Kultur, die geschaffen wird in der Organisation, um Umsetzung voranzutreiben, um Transformation voranzutreiben, ist ein ganz, ganz entscheidender Erfolgsfaktor. Und wir versuchen bei unseren Projekten auch da immer wieder sicherzustellen, dass wir diese Kulturfaktoren, die erforderlich sind, das notwendige Mindset, auch die Offenheit, Dinge ausprobieren und auch dann schnell ändern zu können, dass wir das mitbringen und auch in Organisationen schaffen und sicherstellen. Vielen Dank. Und ich glaube, wir sind langsam an der Zeit gekommen, unsere Session heute zu beenden. Falls noch weitere Fragen Sie haben, können Sie entweder unsere Kontaktdaten verschicken oder unter Unity.de Events Unity Talks. Und wir würden versuchen, mit unserer Regie in den nächsten Runden die Fragen zu beantworten. Vielen Dank für euer Support heute und für die guten Antworten. Und an Ihnen, Zuschauer, bleiben Sie gesund und bis nächsten Mal. Dankeschön. Servus aus München. Tschüss zusammen.